Bildbearbeitung macht irgendwie immer weniger Spaß. Irgendwie möchte ich immer mehr fotografieren, aber nicht mehr am Computer sitzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zumindest geht es mir so. Aber es gibt jetzt ein neues Produkt von Logitech, und zwar die MX Creative Console. Die besteht aus diesen zwei Dingern hier. Einmal hat man hier so verschiedene Tasten, die man belegen kann, und einmal hier ein Modul, mit dem man ein Einstellrad hat und vieles mehr. Und damit macht Bildbearbeitung wirklich wieder mehr Spaß. Glaubst du mir nicht? Bleib in diesem Video dran. Ich zeige dir jetzt dieses Produkt. Es kommt bald auf den Markt. Und ich muss wirklich sagen, seitdem ich das jetzt hier ausprobiert habe, ich bin noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten. Ich bin noch ganz am Anfang, ehrlicherweise. Aber es macht jetzt schon unfassbar viel Spaß, damit zu arbeiten. Wie das genau funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Bleib dran. Ich möchte dir als erstes jetzt mal zeigen, wie das Menü aussieht von der Logitech MX Creative Console, so heißt das Ganze komplett ausgesprochen. Im Endeffekt besteht das Ganze hier aus diesen zwei kleinen Geräten. Die habe ich jetzt linksseitig von meiner Tastatur hier mit aufgebaut. Schön ist, dass das halt auch wirklich optisch gut passt, weil ich halt auch eine Logitech-Tastatur habe und auch eine Logitech-Maus dazu. Das Ganze passt farblich perfekt zusammen und dadurch, dass es von derselben Firma ist, natürlich auch optisch insgesamt einfach. Das Ganze hat auch haptisch gesehen wirklich ein tolles Gefühl. Also es ist alles sehr hochwertig verarbeitet. Das sieht gut aus, macht auf jeden Fall erstmal optisch was her. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, für diese beiden Geräte das Ganze hier noch zu programmieren, wie wir es gerne hätten. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf das Menü. Ich sage jetzt hier Tasten anpassen. Und je nachdem, wo wir jetzt drin sind, also in welchem Programm wir gerade drin sind, haben wir natürlich hier verschiedene Tastenbelegungen. Das ist jetzt hier ein Profil, was allgemein gehalten ist, wenn man irgendwo auf seinem Rechner unterwegs ist. Da kann man zum Beispiel hier Play und Pause drücken. Man kann zum nächsten oder vorherigen Track gehen. Man kann hier einen Screenshot machen. Man kann auf den Finder gehen oder wenn man halt auf Windows ist, dann auf den Datei-Explorer. Ich kann hier die Helligkeit von meinem Bildschirm anpassen zum Beispiel oder auch einfach alles muten. Das Tolle hier darunter ist, wir haben hier noch mehrere Seiten. Auf der zweiten Seite ist jetzt aktuell hier nichts angelegt, aber theoretisch habe ich auch die Möglichkeit, mit mehreren Seiten zu arbeiten. Das heißt, ich habe auch mehr als 9 Knöpfe zur Verfügung. Dann habe ich hier daneben noch mein sogenanntes Dial, also das Rad, das große Rad, womit ich dann meistens noch irgendwelche Sachen einstellen kann, die ich jetzt hier auf der rechten Seite mit den Tasten auswähle. Und dafür würde ich jetzt hier einfach mal in dem Programm auf Lightroom gehen, denn ich möchte das Ganze jetzt hier mal für Lightroom einstellen. Du siehst, ich habe schon ein kleines bisschen was gemacht. Wenn man jetzt hier erstmalig reingeht und das Default Lightroom Profile öffnet, dann sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt hier schon mal so ein kleines bisschen rumgespielt. Und wichtig ist auch, wir sind hier noch in einer Beta-Fassung. Das heißt, wenn ihr das Video seht und das Produkt dann auch rausgekommen ist, dann ist das natürlich keine Beta-Fassung mehr. Das möchte ich an dieser Stelle hier nur noch mal sagen, dass das Ganze vielleicht noch ein paar kleine Änderungen bekommt und vielleicht hier und da einfach noch ein paar kleine Updates kommen. Ich habe mir jetzt hier mal auf der ersten Seite mir meine Bildbearbeitung so gelegt, wie ich immer anfange. Wer meine Lightroom-Formel kennt, der weiß, dass ich immer im ersten Schritt mit der Belichtung anfange. Und an dieser Stelle, wenn du die Lightroom-Formel noch nicht kennst, Link ist unten in der Videobeschreibung, da kannst du das Ganze nochmal nachlesen, kostenlos per PDF. Aber der erste Schritt ist bei mir immer die Belichtung bzw. die Helligkeitswerte. Und das habe ich mir jetzt hier mal auf die erste Seite gelegt. Du siehst, hier unten kann man sich verschiedene Seiten auswählen. Man kann hier auch noch weitere Seiten hinzufügen. Also wir sind nicht auf zwei Seiten beschränkt. Aber auf der ersten Seite habe ich mir alles draufgelegt, was irgendwas mit der Belichtung zu tun hat. Wir fangen an mit der Belichtung, danach die Lichter, die Tiefen, Weiß- und Schwarzwerte, Kontrast. Dann haben wir hier Dunst entfernen, Klarheit und Struktur. Und genauso habe ich mir jetzt auf der zweiten Seite alles, was so Farben angeht, hingelegt. Also zum Beispiel die Farbtemperatur, die Tonung. Dann habe ich hier nochmal die Möglichkeit, mit einer Pipette den Weißabgleich einzustellen, Sättigung, Dynamik und so weiter. Damit habe ich jetzt erstmal nur angefangen. Man könnte sich das Ganze jetzt hier in mehreren Stunden so programmieren, genau wie man das gerne hätte. Ich möchte dir das Ganze jetzt hier einfach erstmal nur zu Demo-Zwecken mal zeigen. Dafür gehe ich jetzt hier auch nochmal auf diese erste Seite zurück. Du siehst jetzt hier auf der rechten Seite, habe ich ganz viele Optionen, was ich alles auf dieses Tastenfeld legen kann und womit ich diese Tasten belegen kann. Zum Beispiel könnte ich hier in Color Grading reingehen, dann könnte ich jetzt hier sagen Select Color Grading View oder in das Color Grading Panel
könnte ich zum Beispiel reingehen. Da kann man dann verschiedene Sachen noch einstellen. Global Hue, Global Luminance, Global Saturation und so weiter. Und das kann ich dann hier mit den entsprechenden Tasten dann auch belegen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach mal in dem Basisbedienfeld mich bewegt und habe jetzt hier zum Beispiel die Belichtung genommen. Ich könnte jetzt aber auch als Beispiel hier einfach mal statt der Belichtung die Sättigung hier auf die erste Taste legen und dafür einfach per Drag and Drop hier die Sättigung einmal auf diese Taste gezogen und schon steht hier einmal Sättigung. Und genauso sieht man es hier auch direkt auf dem Menü auf der Konsole. Ne? Dann steht jetzt hier Sättigung und dann würde ich hier Sättigung anwählen. Ich korrigiere das Ganze wieder auf Belichtung, aber du siehst, wie einfach man das Ganze programmieren kann. Also einfach wirklich per Drag and Drop draufgezogen und schon passt das Ganze. Genauso kann ich jetzt natürlich hier auch noch die MX Creative oder das MX Creative Dial Pad mal auswählen hier unten. Und dann geht es hier um das linke Schmuckstück, wo wir jetzt hier in der Mitte das große Einstellrad haben. Du siehst jetzt zum Beispiel hier auf diesem Gerät hier, auf diesem Drehrad, kann ich zum Beispiel noch zoomen. Also ich könnte jetzt mehr das Bild reinzoomen oder rauszoomen. Ich habe hier die beiden Tasten, die halt einmal widerrufen und einmal wiederholen sind. Also einen Schritt zurück oder einen Schritt vorwärts gehen. Und hier kann ich zum Beispiel dann auch wechseln zwischen dem Entwickeln-Modul und dem Bibliotheksmodul und so weiter. Das lasse ich erstmal alles so, wie es eingestellt ist. Das gefällt mir so ganz gut. Jetzt hast du erstmal so grundlegend einfach nur gesehen, was man hier alles einstellen kann. Und das kann ich halt nicht nur für Lightroom, das kann ich halt auch für Photoshop zum Beispiel machen. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, dann siehst du für Photoshop zum Beispiel, kann ich hier eine Taste für das Bild sichern. Ich kann das Verschieben-Werkzeug hier einmal nehmen. Ich kann den Pinsel aktivieren. Ich kann Spot Healing, also den Reparaturpinsel nehmen. Das freie Transformieren, Lasso-Werkzeug und das kann ich mir halt alles dann so einstellen, wie ich es gerne hätte. Genauso kann ich auch für Adobe Premiere, also für den Videoschnitt, kann ich das Ganze hier sehr schön nutzen. Da kann ich zum Beispiel die Rasierklinge hier nehmen. Ich könnte verschiedene Effekte einstellen und so weiter und so fort. Also das geht halt nicht nur für Lightroom, sondern für fast alle Programme in der Creative Suite. Nur, dass du das mal gesehen hast. Ich würde jetzt aber sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal in Aktion an, in Lightroom. Deswegen mache ich das Ganze hier einmal zu und gehe hier in Lightroom rein. Hier setze ich das Bild einfach mal zurück, was ich mit dir bearbeiten möchte. Und jetzt gehen wir doch einfach mal hier direkt ins Entwickeln-Modul, sind wir schon drin. Und ich würde einfach mal anfangen, ich klicke jetzt hier einmal auf Belichtung. Und wenn ich jetzt die Belichtung einmal hier aktiviere, dann kann ich mit dem Einstellrad hier auf der linken Seite das Ganze einstellen. Und jetzt siehst du, wenn ich das hier einmal nach rechts drehe, dass die Belichtung natürlich heller wird. Wenn ich es nach links drehe, dann wird sie entsprechend dunkler. Und das Schöne ist, ich habe hier wirklich eine sehr schöne Einstellmethode. Das heißt, ich kann hier in 0,05er Schritten hoch oder runter gehen. Also kann sehr präzise das Ganze einstellen, so wie ich das gerne hätte. In dem Fall würde ich jetzt die Belichtung mal ein kleines bisschen nach oben drehen. Dann klicke ich als nächstes auf die Lichter, drehe die ein kleines bisschen weiter nach links. Also die drehe ich ein bisschen weiter nach unten. Die Tiefen möchte ich ein kleines bisschen aufhellen. So dieser Standardprozess, den man eigentlich so macht, um ein bisschen Dynamikumfang noch zu erhöhen. Dann werde ich als nächstes die Weißwerte noch ein kleines bisschen weiter nach rechts ziehen, weil das Histogramm auf der rechten Seite noch nicht anstößt. Die Schwarztöne nehmen wir noch ein kleines bisschen weiter runter. Insgesamt kann noch ein bisschen mehr Kontrast rein. Und dann kann vielleicht auch noch ein kleines bisschen Dunst entfernen rein. So, perfekt. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ein bisschen Klarheit kann auch noch mit rein. Und du siehst jetzt, wie einfach, schnell und simpel das Ganze funktioniert und ich hier wirklich ja in so einen richtigen Flow reinkomme. Jetzt kann ich hier auf die nächste Seite gehen, könnte jetzt zum Beispiel die Farbtemperatur einstellen. Vielleicht mache ich sie ein kleines bisschen wärmer noch. Die Tonung, da möchte ich ein bisschen zurückgehen, das Ganze eher ein bisschen grünlicher noch gestalten. Gefällt mir auch so schon richtig gut. Ja, und insgesamt können wir die Sättigung ein kleines bisschen runterdrehen, dafür ein bisschen mehr Dynamik reinhauen. Und das ist jetzt hier nur ein ganz kleines Beispiel, weil ich jetzt noch das Ganze nicht weiter programmiert habe, weil ich das selber gerade erst ausgepackt habe und damit angefangen habe herumzuspielen. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt ein paar Stunden Zeit nehme und das wirklich mal alles so komplett programmiere, dann kann ich mir hier auf die verschiedenen Seiten wirklich genau meinen Arbeitsworkflow reinprogrammieren und kann wirklich von oben nach unten durchgehen, wie auch meine Lightroom-Formel ist und kann dann spielend
Bildbearbeitung machen. Es macht halt wirklich Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es etwas ist, was man unbedingt braucht, damit man in Lightroom gut Bilder bearbeiten kann, aber es macht einfach Spaß. Mir hat Bildbearbeitung in der letzten Zeit gar nicht mehr so viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich die Lightroom-Formel erfunden. Deswegen habe ich meine Preset-Toolbox erfunden, weil man damit Bildbearbeitung schnell und einfach machen kann. Aber ich muss ehrlich sagen, mit der Creative Console hier von Logitech macht Bildbearbeitung auf einmal wieder Spaß, weil man mit beiden Händen gleichzeitig hier wirklich sehr präzise arbeiten kann und damit halt wirklich ja, eine richtig schöne Bildbearbeitung hinbekommt. Jetzt könnte ich zum Beispiel am Ende einfach sagen, ich exportiere das Ganze oder ich öffne das Ganze hier noch in Photoshop. Ich könnte das Ganze noch croppen, verschiedene Masken hier noch. Ich kann hier auch einfach einen Klick mal machen, dann komme ich sofort in das Maskensymbol rein. Dann habe ich hier natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte zum Beispiel hier den Hintergrund auswählen oder ich möchte das ja, ein Subject, also das Motiv auswählen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte einen linearen Verlauf mir einmal erstellen und dann ziehe ich das Ganze jetzt hier natürlich in dem Fall jetzt mit der Maus hier noch einmal runter und habe jetzt doch die Möglichkeit, das Ganze dann entsprechend einzustellen. Auch hier könnte man jetzt das Ganze noch sehr viel weiter und intelligenter programmieren. Das ist jetzt hier erstmal nur der absolute Anfang, aber ich finde, wie gesagt, das Ganze geht auf jeden Fall in eine sehr, sehr schöne Richtung und ich werde mich jetzt mal weiter damit befassen, damit ich hier am Ende meinen Workflow auch richtig schön hinbekomme. Das ist also die MX Creative Console von Logitech. Ich muss wirklich sagen, seitdem ich sie benutze, habe ich wieder mehr Spaß mit der Bildbearbeitung. Und ich habe gerade mal in der Oberfläche der Möglichkeiten gekratzt. Ich muss wirklich sagen, das ganze Ding kann man so vielseitig programmieren, das muss ich jetzt erstmal selber alles machen. Ich habe es ja selber erstmal nur zum Testen bekommen, aber es macht wirklich Spaß. Also gerade wenn du Hobbyfotograf bist und vielleicht gar nicht so viel Spaß in der Bildbearbeitung hast, ist das hier genau das Richtige für dich. Es ist kein Must-have, was jeder auf dem Schreibtisch haben muss, aber es bringt dir halt einfach Spaß in der Bildbearbeitung. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das Hobby am Ende Spaß macht. Und dazu jetzt noch eine kleine Info. Am 24. September startet der Presale dafür. Ab 14. Oktober soll das Ganze dann auch verschickt werden und in den Verkauf kommen. So viel also erstmal dazu. Und es gibt noch einen kleinen Leckerbissen obendrauf und zwar 3 Monate alle Adobe Creative Cloud Programme dazu. Also, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ein richtig schönes Angebot, gerade für den Einstieg auch in die Bildbearbeitung. Wenn du also Bock drauf hast, dann klick mal unten in die Videobeschreibung auf den ersten Link. Würde mich freuen. Und du kannst ja auch gerne mal deine Erfahrungen dann unter dieses Video posten, wenn du dir selber die MX Creative Console geholt hast. Würde mich freuen, wenn ich da einfach ein bisschen Feedback von euch auch bekommen würde. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiterspielen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen ganz viel Spaß beim Fotografieren und vor allem beim Bildbearbeiten. Ciao!